Und damit herzlich willkommen und zurück zu einer neuen Folge Eisenbahnexe Professional in der aktuellen Version 9.0 bei mir. Beim letzten Mal waren wir hier mit dem Bauernhof stehen geblieben. Und ich habe auch einige Vorschläge bekommen in der Sache, was die Wassermühle, die Hammerschmiede angeht. Und zwar sollen wir doch das Ganze hier oben in einem kleinen See enden lassen. Da waren zumindest die meisten dafür. Und ja, so werden wir das dann auch mal machen. Gut, da muss jetzt ein Loch rein. Ich probiere jetzt mal was aus. Muss ich doch anders machen. So, es lädt jetzt noch mal kurz. So, genau. Dann das Ganze absenken hier. Das ein bisschen einstellen. Gut. So. Dann auf Standard festlegen. Und das Ganze dann hier rauslaufen lassen. Das Ganze jetzt mit dem Regentropfen glätten lassen. So, genau. So, und jetzt brauche ich da irgendeine Textur, eine passende. Business Blau. Suche ich jetzt einfach mal Wasser. Nur so eine Untergrundtextur. Genau. So in der Art. So. Jetzt kommt da ein Spline rein. Ich glaube, dass ich jetzt hier nicht fündig werde. Ja, das hilft mir nicht. Dann schauen wir einfach unter Wasserwege. So. Da habe ich genommen den blauen Bach. Gut, da kann ich jetzt auch einen Fluss nehmen. Trüber Fluss. Langsam trüber Bach. PP. Na gut. So, jetzt das Ganze hier so einstellen. Auf minus 90, die Länge auf 100. Und das muss ich jetzt im Menü absenken. So, wie hoch ist das hier? Minus 77. Tu das jetzt mal auf minus 0,50. Wie das kommt, muss man jetzt ein bisschen testen.
Das ist ein bisschen zu wenig, sage ich mal minus 1. So, und so schaut das Ganze schon mal recht gut aus. Jetzt sollte ich mal schauen, wie der Abstand am besten ist. 4,5 ist bestimmt zu nah. Ich probiere mal 6 aus, dass das Wasser nicht ineinander flackert, wie es im Moment noch der Fall ist. Dann mal 10 probieren. Das kommt, glaube ich, eher hin. Ja, 10 ist ideal. Das muss ich sowieso hier noch ein bisschen rüberschieben, weil es am Rand raushängt. Noch ein Stück. Genau. Und dann das Ganze jetzt minus 1,0. Nicht immer 10. Genau. Und hier auch minus 1,0. Genau so in der Art. Wieso muss ich jetzt das jedes Mal neu eingeben? Liegt wahrscheinlich am Regentropfen, aber auch egal. So, jetzt haben wir es auch gleich. Also was das jetzt sein soll, fragt mich bitte jetzt keiner. Das kann ich leider auch nicht erklären. Ist jetzt ein bisschen komisch, würde ich sagen. Weil 10 hat ja gepasst, scheinbar jetzt nicht mehr. Dann halt das Ganze nochmal mit 8. Sich der Wert hier nicht jedes Mal verändern würde. Mal schauen, ob das so geht. Gut, ich probiere es jetzt mal mit 8. Dass ich da immer 10 eingebe, ist ein bisschen komisch. Aber okay. Also irgendwie will mich das Ganze hier verarschen, habe ich so das Gefühl. Okay, die zwei sind jetzt nur ein bisschen höher. Die muss ich jetzt absenken noch. Das dritte und das vierte. Wie es ausschaut. Genau. Fällt's minus. So, schon besser. So, jetzt versuche ich das noch ein bisschen besser anzupassen hier.
zwar mache ich hier noch mal ein bisschen höher. Da muss ich zumachen. So sieht das dumm aus. So viel brauche ich dann auch wieder nicht zumachen. Oh, das dürfte reichen. So genau, dass es hier so reinfließt dann mit einem Spline. Und jetzt das muss hier noch gefärbt werden. Dann hier wieder ein bisschen zumachen. Das war ein bisschen zu viel des Guten. So, jetzt wieder anpassen hier so. Ja, das ist jetzt nichts hier. Und hier muss jetzt die Farbe geändert werden, auch grün. Da oben ist zu viel. Gut. Das sieht jetzt natürlich nicht so super aus, aber kann ich jetzt erstmal nicht ändern. Weil der Abstand ist ja, wie ihr gesehen habt, immer gleich geblieben. Wenn ich die Splines gegen blaue tausche, glaube ich, ganz besser. Was hat sich denn da genommen? Bachblau, glaube ich. Blauer Bach. Blauer Fluss langsam. So, so kommt das Ganze doch schon viel besser. Und das hier muss halt. Okay, hier ist es jetzt weg. Das ist gut. Kennt zwar die einzelnen Abschiede ab. Ich probiere doch noch mal einen anderen aus. Könnte noch mal eine Stufe besser sein. Den hier kann ich ja eigentlich wegreißen. Den reiße ich jetzt auch mal raus. Okay, das ist der zweite. Den senke ich jetzt noch ein bisschen weiter ab. Der hat sowieso scheinbar eine Macke. 0,98. Das kennt man trotzdem. Da ist aber viel anders.